Rentenerhöhung 2024. Was gibt's Neues zum Thema Rentenerhöhung 2024? Meine Damen und Herren, Sie sehen es. Ich komme gerade von meinem Fahrrad ein bisschen durchgeschwitzt, hatte das Basecape auf und wollte und möchte jetzt in diesem Video einfach mal eine kleine Vorausschau geben zum Thema Rentenerhöhung 2024. Sie kennen ja den Spruch, der König ist tot, lang lebe der König. So könnten wir es sagen. Die Rentenerhöhung 2023 ist tot, sie ist durch. 1.7.2023 ging es ja los, in Kraft getreten, das war quasi gestern. Und heute blicken wir schon wieder nach vorne in die Zukunft, in Richtung 2024. Können wir also jetzt schon sagen, wie die Rentenerhöhung 2024 aussieht? Und ich bekomme ja unheimlich viele Videos zu diesem Anfragen, zu diesem Thema. Rentenerhöhung, wie sieht es da aus? Und dann gibt es auch Hoffnungen und Wünsche und Vorstellungen. Und da geht es also darum, ja, Herr Knöppel, könnte es nicht sein, dass die Rentenerhöhung nächstes Jahr 2024 gewaltig mega ausfällt, weil wir doch im Jahr 2023 große, hohe Lohnabschlüsse haben. Vielleicht 10% mehr Rentenerhöhung, vielleicht 15%, vielleicht aber auch nur 5%. Meine Damen und Herren, eines kann ich Ihnen sagen, ich weiß es aktuell im Juli 2023 einfach nicht. Es gibt auch noch keine vernünftigen Prognosen, wo man da irgendwas ableiten könnte. Aber was es auf jeden Fall gibt, und das ist hochinteressant, das zeige ich Ihnen jetzt mal, und zwar eine Statistik vom Bundesamt für Statistik, Destatis. Und zwar hat das Bundesamt für Statistik im Mai, Ende Mai 2023 eine Pressemitteilung rausgebracht. Ja, Sie sehen es hier und teilt Folgendes mit. Die Nominallöhne steigen im Zeitraum erstes Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,6%. Das ist seit dem Beginn der Zeitreihe der Erfassung der Statistik bei der Destatis auf diesem Niveau der höchste Nominallohnanstieg seit 2008. Das ist schon mal eine Aussage, meine Damen und Herren. Das heißt also, die Nominallöhne sind im Vergleich im Vergleichsquartalszeitraum 2022 zu 2023 um 5,6% gestiegen. Das ist ein Hammer, muss man ganz ehrlich sagen. Hatte ich so nicht erwartet. Eins ist natürlich auch klar, hohe Inflation, 8,3%, fährt den Nominallohnanstieg mehr als auf, sodass wir generell einen Reallohnverlust im ersten Quartal 2023 von 2,3% haben. Aber, meine Damen und Herren, damit das auch ganz klar ist, wir reden hier von einem Reallohnverlust. Der Reallohn, die Reallohnentwicklung ist für die Frage der Rentenwerterhöhung im Jahr 2024 nicht maßgebend. Entscheidend ist die nominelle Lohnentwicklung oder unter anderem die nominelle Lohnentwicklung in Deutschland. Das heißt, wenn die Lohnentwicklung in Deutschland auch im zweiten, im dritten Quartal so weitergeht, können wir wirklich für 2024 mit einer richtig großen, ja, man kann sagen, Mega-Rentenerhöhung, auf eine Mega-Rentenerhöhung hoffen. Ja, ich will mal dieses Wort sozusagen schon in den Mund legen. Aber um Ihre Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben und damit Sie nicht denken, oh, der Knöppel hat gesagt, es gibt dann eine Mega-Rentenerhöhung. Nein, wir warten bitte mal die ersten wirklich guten Prognosen im November, Dezember 2023 ab. Erst dann werden wir einen Hinweis bekommen vom Bundesministerium, vom Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, wie die ganze Geschichte in 2024 aussehen könnte. Denn die wirklichen Zahlen für die Rentenerhöhung, das wissen wir ja nun alle, haben wir ja jetzt in 2023 erlebt, werden wir im März 2024 dann reell bekommen. Das heißt also, warten wir einfach mal ab. Aber die Diskussionen zum Thema Rentenerhöhung 2024 sind schon im vollen Gange. Gucken wir uns bitte, schauen Sie bitte in die Foren, schauen Sie bitte auch in die familiären Diskussionen. Da geht es schon los, sozusagen, wie sieht es dann nächstes Jahr aus? Habe ich dann wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche oder frisst dann die Inflation, auch die Inflation im Jahr 2024, meine Rentenerhöhung, die ich vielleicht zu erwarten habe, dann wieder auf?
Aber wir sind gespannt, was im November, Dezember 2023 so an ersten Prognosen kommt. Und dann können wir schon mal eine Richtung geben, wie es aussieht. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2024 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.